Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute bei mir zum Mittagessen gibt es so eine Piroge, gefüllt mit Hähnchenfleisch, Kartoffel, Tomaten, ach also mögliches. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird man so eine Piroge backen, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt wie immer. Viel Spaß! Sehr lecker und so saftig. Zuerst bereiten wir den Teig. Erstmal abgemessene Mehl, 7. Geben wir dazu 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Backpulver, kann ein bisschen gehäuft sein. Trockene Zutaten vermischen und dann geben wir schon Butter. In meinem Fall wirklich ziemlich weiche Butter. Es ist auch sehr warm im Zimmer. Ein Ei und Kefir. In meinem Fall habe ich mein eigenes Kefir mit den Kefirknollen gemacht. Und er ist immer unterschiedlich. Mal dünner, mal dicker. Verkneten wir schnell einen Teig. Es ist so eine Art wie Mürbeteig. Kann man Knetehacken nehmen oder wir machen einfach mit der Hand. Einfach rasch alles verkneten. Auf den Tisch geben für die bessere Kneten. So, durch das viel Butter im Teig brauchen wir nicht mal Mehl dazu geben. Es klebt nichts. Einfach so schnell zusammen alles verkneten. Es wird jetzt kein glatter Teig wie bei Hefeteig. Und jetzt erstmal 30 Minuten ruhen lassen. Und in dieser Zeit machen wir schnell noch Füllung. So, für die Füllung brauchen wir Fleisch. In meinem Fall habe ich jetzt Hähnchenbrustfilet einfach in so eine kleinere Würfelchen geschnitten. Dann ein großer Kartoffel, so Handvoll Cocktailtomaten, diese kleinen. Oder dann eine große Tomate, 2 kleine Zwiebeln, von den Gewürzen Pfeffer, Salz, Paprika edelsüß und ich habe noch ein Hähnchengewürz, nehme ich. Kann man auch was bisschen von den Kräutern nehmen und in meinem Fall nehme ich Petersilie. Schneide die auch klein. So, und jetzt brauchen wir einfach alles zusammenkneten. Kartoffel, Zwiebel und die Kräuter, Salz, nach Geschmack, liebe Freunde, Paprika edelsüß, Pfeffer und Hähnchengewürz. Kann man natürlich auch ohne. Erstmal verknete ich das und dann zum Schluss gebe ich Tomaten, dass ich die nicht so richtig zerquetsche. Und dann zum Schluss Tomate klein geschnitten. So, mit unserer Füllung sind wir fertig. Stellen wir an die Seite und können wir schon nach unserem Teig mal schauen. Teilen wir ihn auf 2 ungefähr gleiche Teile. So. Ein Teil wird es jetzt decken. So, machen wir erstmal ein bisschen so rund. Sehen Sie, jetzt ist viel glatter den Teig, wenn er ein bisschen ruht. Und eines für unten. Rund machen, bisschen kurz ankneten, dass er auch so schön glatt wird. Und lege jetzt mal kurz unter die Decke beide Teige rein. In dieser Zeit bereiten wir uns den Blech, wo wir wollen unseren Kuchen backen. Ich nehme meine Auflaufform, aber dass ich dann besser rausnehmen kann, werde ich Papier benutzen. Das Papier werde ich auch ein bisschen mit dem Butter bestreichen. Die Butter ist weich, geht es gut. So, das haben wir. Stelle an die Seite und werden wir den Teig ausrollen. Es sind etwas bisschen kleiner und größer. Ich nehme die kleinere für den Boden und hole so ein Viereck,
dass es mir hier auf meine Auflaufform passt. So, es ist jetzt ungefähr die Größe von meiner Form, aber diese Pirogue kann man einfach ganz normal auf dem Blech machen, auch auf dem Papier und auf dem Blech, kein Problem. Und bevor wir jetzt die Füllung drauf machen, werde ich jetzt den zweiten ausrollen. Den ersten werden wir ganz bisschen so mit der Gabel ein paar Löcher machen. So, und stellen wieder an die Seite. Und jetzt rollen wir den zweiten. Den zweiten müssen wir ein bisschen größer ausrollen als den ersten, weil wir werden so eine Gitter machen, welche muss unsere Piroge zudecken. Und wegen Füllung soll es mal etwas größer sein als die erste. So, im Vergleich, es ist viel größer. Jetzt werden wir noch so ein Muster machen. Es kann man einfach Messer nehmen oder Pizzamesser. Ich habe diesen Aufsatz von Pizzamesser und werde mit den Schnitte anmachen. Wir müssen jetzt die Schnitte machen. Am besten, wenn wir es rausbekommen, ungerade Zahl. Ich habe mir jetzt ein bisschen mit Messer so gerechnet. Mal schauen, ob ich das da drauf komme. Bestimmt nicht. Weil ich nehme jetzt die Breite von meinem Messer und dann mal schauen, wie rauskomme ich. Nicht bis zum Ende schneiden. So, der Teig haben wir aufgeschnitten und wir können einfach ihn so oben drauf machen oder wir versuchen irgendwelche so Muster machen, wie zum Beispiel so vielleicht. Einfach jede zweite. Das wird schon reichen. Auf unsere erste Teig in Form geben wir jetzt ganze Füllung drauf. Alles schön verteilen, nur nicht bis zum Rand, weil wir müssen unsere beiden Teige zusammenkleben, festmachen. Es kann ruhig schön hier voll sein. Wir wollen nicht nur Teig essen, wir wollen auch viel füllen. Rand frei. Leider habe ich hier nicht so viel Platz, euch das zu zeigen. Und jetzt nehme ich den Teig und gebe oben drauf. Bisschen gezogen, es ist nicht schlimm. Auf dem Blech wäre jetzt besser zu machen. So, hier machen wir es zu. Festkleben. Ich würde euch raten, ganz ehrlich, auf dem Blech zu machen. Das war keine gute Idee von mir, den Auflaufform nehmen. Es ist auch unbequem, jetzt alles schön festzumachen. So, unser Muster hier ein bisschen verschoben. Können wir ein bisschen korrigieren, das ist auch nicht schlimm. So, den Backofen können wir schon anmachen auf 180 Grad. Ober-Unterhitze zum Vorheizen und werden wir noch den Teig mit dem Eigelb bestreichen. So, ich habe jetzt nur Eigelb aufgeschlagen und bestreiche jetzt den Teig. Backen wir unsere Piroge ungefähr so 45 bis eine Stunde. Schaut nach Art eures Ofens. Und wenn ihr seht, dass der Teig oben wird bisschen dunkel, dann lieber deckt ihr mit Backpapier zu. Aber 45 Minuten musst ihr schon backen, dass dem Hähnchen und Kartoffel alles gar wird. Ein Eigelb reicht. Und dass etwas schöner wird, mache ich noch ein bisschen Mohn oben drauf. Oder Sesamsamen kann man auch drauf machen. Und jetzt geht unsere Piroge in vorgeheizten Backofen rein.
So, nach einer Stunde sieht unsere Pirogue so aus. Ich hatte nach 40 Minuten erstmal zugedeckt mit dem Backpapier, dass der Teig nicht zu dunkel wird. Jetzt werde ich die Pirogue auf so ein Brettchen rübertragen, dass es schöner aussieht. Können wir auch Backpapier wegziehen, weil mir will man nicht einen Tisch mit Backpapier servieren. Und so sieht er aus. Duftet wahnsinnig wie lecker. So, und jetzt können wir auch schon Stückchen abschneiden und mal schauen, wie das innen drin aussieht und wie es schmeckt. Sieht es aber lecker aus. Schön auf den Teller servieren. Und dazu wird bei mir heute ein grüner Salat aus unserem Garten. Schaut, wie voll ist der ist. Oh, lecker. So, ich muss jetzt schnell an den Tisch bringen, dass es nicht zu kalt wird. Und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren. Und ich bin gespannt, wie wird das euch schmecken. Schreibt mir in die Kommentare, wie es das für euch geschmeckt hat. Und natürlich für Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.